Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der wir uns heute über die schöne und schmerzvolle Schiene der Persönlichkeitsentwicklung nähern. Adele Neuhauser, mein erster Gast, ist eine geschätzte und bewunderte Charakterdarstellerin. Aber sie hatte auch einen bösen Widersacher, den sie in ihrer Autobiografie endlich beim Namen nennt. Ich war mein größter Feind. Von Selbstmordversuchen und Trauer, aber auch von deren Überwindung, von Mut und Erfolg ist da die Rede. Sven Regener komponiert seine Lieder für die Band Element of Crime, gleichfalls bevorzugt in Moll. Aber er fördert das Komische im Tragischen zutage. Und diese Polarität kennzeichnet auch seinen Roman Wiener Straße. Es geht um den Alltag selbsternannter Künstler in Berlin der 80er Jahre. Eine Art Fortschreibung seiner sehr erfolgreichen Herr-Lehmann-Reihe. Grischka Voss ist Schauspielerin und eine noch junge Frau, aber ihre Erinnerungen sind voll von Katastrophen und Verlusten. So starben ihr binnen weniger Monate beide Eltern. Und der Name und die Absolutheitsansprüche des singulären Schauspielers Gerd Voss waren schon zu dessen Lebzeiten keine geringen Bürden. Wir beginnen mit den Neuerscheinungen. Schwarz und Weiß. Irene Diesche, erschienen bei Hoffmann und Campe, zu haben um 26,80 Euro. Lilly ist das Kind einer Millionärsfamilie im New York der 70er Jahre. Der schwarze Duke entstammt den Südstaaten und hat den Vietnamkrieg hinter sich. Die Ehe scheitert, weil es anders nicht sein kann, auf desaströse Weise. Die amerikanische Autorin entrollt das Tableau dieses Untergangs mit infernalischem Vergnügen, ohne Schonung und Parteinahme. Liebwies. Irene Diviak, erschienen bei Deutike, zu haben um 22,70 Euro. Der Erste Weltkrieg hat Musikprofessor Köck um vieles gebracht. Seine halbe Nase, seine Ehefrau, seine Stelle an einem Gymnasium. In einem Dorf entdeckt er ein Gesangstalent namens Caroline, doch zu Ruhm gelangt deren anmutige, aber unbegabte Schwester. Ein ihr verfallener Musikexperte protegiert sie wie hypnotisiert in die Höhen des Ruhms. Ein Künstlerroman so voll Eigenwillen, dass man ihm glücksbeschwipst in seine vertrackten Wendungen folgt. Crimson Lake. Candice Fox, erschienen bei Suhrkamp, zu haben um 16,50 Euro. Eine falsche Beschuldigung hat Detective Concafe um Ehe, Ehre und Karriere gebracht. Geblieben sind ihm seine Pistole, seine Einsamkeit und eine Gans mit gebrochenen Beinen. Da erbittet eine ehemalige Kollegin seine Hilfe. Die Autorin investiert ihre Erfahrungen als Tochter eines Gefängnisdirektors in einen finsteren, atmosphärisch authentischen Kriminalroman. Im Herbst. Karl-Ove Knausgard, erschienen bei Luchterhand, zu haben um 22,70 Euro. Endlich hat sogar der maßlose Narzisst Knausgard seine Biografie ausgeschöpft. Nun geht's um ein schmaleres, dafür auf das Wesentliche konzentriertes Œuvre. Der erste von vier Jahreszeitenbänden richtet sich an eine ungeborene Tochter, die von ihrem schreibenden Vater ins Leben eingewiesen werden soll. Aus den kleinen Dingen erschließt sich lesenswert das große Ganze. All for You. Meredith Wild, erschienen bei Lux, zu haben um 13,30 Euro. Unter den unsterblichen ersten Sätzen der Literaturgeschichte ist dieser der vielleicht größte. Ich brauchte seine Liebe wie die Luft zum Atmen, aber das wurde mir erst bewusst, als er fort war. Von da an bestanden meine Tage bloß noch aus Zeit, die es herumzubringen galt. Romeo und Julia ist dagegen Trash. Mein Tischbein schluchzt haltlos. So, ein ganzes Tischbein für dich allein. Meine Damen und Herren, Adele Neuhauser wurde in Athen geboren. Mit vier kam sie ins graue Wien, dessen Ermunterungspotenzial in den 60er Jahren überschaubar war. Depressionen, Sex-Suizidversuche bestimmten ihre Jugend. Sie rettete sich ins Schauspiel. In Mainz gab sie die Medea, in Regensburg den Mephisto und wurde eine große Adresse im Fernsehen, etwa als Amateurermittlerin Julie Zirbner in Vier Frauen und ein Todesfall oder als Bibi Fellner im Wiener Tatort.
Zuletzt verkörperte sie für eine Dokumentation Helene Weigel, die schwer geprüfte Ehefrau des nie ermüdenden Frauenfreundes Bert Brecht. Hallo Adele, servus. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich Komm, danke dir für die Einladung. In die Ecke setzt dich, ja, gell? In die Ecke. Ja, so in die gemütliche, ja, Ecke, wow, in die Chefecke, wow, sozusagen. Vor mein rotes Bild. Ja, was möchtest du trinken? Wie wär's mit einem Rotwein? Ein Heideboden hätte ich. Ein Heideboden. Gut, sehr der hat nicht so einen starken Tanningehalt, weil ich bin ein bisschen. Du, ich habe keine Ahnung. Gut, ich probier's. Ich probier's. Wenn solltest ich, wenn du mir hier zu grün anfange. Ja, ja, du, das wird sicher interessant. Das erlebt man ja auch nicht täglich. Ich danke dir. Na, und jetzt sag mir aber einmal, wie gefällt dir denn das Porträt, das der Oscar hier in glühenden Farben von dir gemalt hat? Unglaublich, hat mich so jung gemacht. Ja, na ja. Findest du also, nicht? Ehre, wem Ehre gebührt, aber diese glühende Röte. Eine Irre-Power hat er mir verliehen, ja, das, ja, finde, also, ich schon. Ja, großartig, er hat mich gut erwischt. Na eben. Sag einmal, deine Autobiografie heißt Ich war mein größter Feind. Wie hat sich diese Feindschaft denn manifestiert? Darf ich raten, du hast zwischen deinem 10. und 21. Lebensjahr 6 Suizidversuche unternommen. Ja. Du schreibst auch, manche davon waren ernster gemeint als andere. Ja. Blöd gefragt, was war denn da los? Ja, was war da los? Es fing an mit der Trennung meiner Eltern und ich bin dann bei meinem Vater weiter aufgewachsen und dann kam die Fürsorge zu uns des Öfteren nach Hause und ich wurde immer wieder aufs Neue gefragt, ob ich dich doch nicht lieber zu meiner Mutter möchte, weil es war offensichtlich sehr außergewöhnlich, dass Kinder beim Vater bleiben und ich habe immer gesagt, nein, ich möchte beim Papa bleiben und da hatte ich, glaube ich, das Gefühl, ich hätte mich schuldig gemacht an meiner Mutter. Und so hat sich dann eine Traurigkeit, eine Depression manifestiert, die dann mit 10 in meinen ersten Suizidversuch mündete. Ich habe beim Schreiben, also bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gewusst, dass ich es überwunden habe, dass diese Zeit Vergangenheit ist. Aber interessanterweise habe ich erst beim Schreiben wirklich gefühlt, dass ich es bewältigt hatte. Du hast dir es runtergeschrieben von, ja, der Seele, kann, ja, man das sagen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe vieles mir von der Seele geschrieben, ich habe aber dann auch vieles wieder weggestrichen, weil ich niemanden beschädigen wollte, auch den Leser jetzt nicht in einen Voyeurismus zwingen wollte, aber mir war es wichtig, die Chance zu nutzen, wenn man schon so ein Buch schreibt, dann offen und ehrlich und so komplett wie nur möglich zu erzählen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich an alles erinnere. Ich habe mich dieser Erinnerungen bedient, die da waren. Aber dann, wenn man mal anfängt, dann kommt eins zum anderen. Das ist wie eine tiefenpsychologische Sitzung natürlich, klarerweise. Im Grunde, ja. Na, hast du irgendwann einmal den Verdacht oder die Sorge gehabt, dass diese Verzweiflungen wiederkommen könnten und was dann? Gut, wie ich angefangen habe zu schreiben, also wie ich zugesagt hatte, dass ich dieses Buch machen werde, konnte ich nicht ahnen, was mich ereilen wird. Es ist dann mein Vater gestorben kurz darauf und dann ist mein Bruder erkrankt, dann ist meine Mutter gestorben und dann ist mein Bruder gestorben. Meine Güte. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, wieder tief in eine Depression zu verfallen, aber ich habe gemerkt, und da auch beim Schreiben, wie viel positive Energie auch wieder trotz dieser Schicksalsschläge gekommen ist. Also ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie von einer kosmischen positiven Energie aufgeladen. Darf ich raten, heißt die schlicht und einfach Erfolg? Ich glaube nicht, dass es nur mit dem Erfolg zusammenhängt. Ich glaube, dass die Tatsache, dass mein Bruder verstorben ist, das ist mir noch näher gegangen. Also das war etwas, in den Tod meiner Eltern konnte ich mich fügen. Sie haben ihr Leben gelebt. Aber mein Bruder war 63 und ich habe ihm dann auch noch meine Stammzellen gespendet, er hatte Leukämie. Und dass das nicht funktioniert hat, das war eine Schweinerei. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, als würde mich mein Bruder
mit der Energie, die er noch hatte und die er sein Leben lang gelebt hat, dieser positiven Energie, weiter versorgen. Er hat ja die Stammzellen zurückgeschickt in gewisser Weise, nicht? Er hat mir diese Energie durch. Verstehe. Sag mal, jetzt haben doch, wie du mir gerade sagtest, die Depressionen begonnen, als sich deine Eltern getrennt hatten. Ja. Hast du gesprochen mit ihnen jemals darüber, was sie dir da Ordentliches angedeihen haben lassen? Nein, eben nicht. Mhm. Ja, das war der Fehler eben. Ich war 10 und ich konnte das so in der Form auch noch nicht einordnen. Ich hatte nur das Gefühl, es wäre gut, wenn ich nicht mehr da wäre. Dann hätten sie es vielleicht einfacher. Ach ja, je. Naja, nun hast du deinen Sohn wiederum hat auch dein Mann erzogen, nicht? Ja. War das nicht eine schwere Entscheidung? Hast du nicht den Eindruck gehabt, da wiederholt sich was, so wie, wie im Schicksalsdrama bei Ibsen oder so? Du sagst es. Ich war auch, bevor ich geheiratet habe und bevor ich Zoltán überhaupt kennengelernt habe, wollte ich eigentlich nie heiraten. Und ich wollte auch keine Kinder, weil ich Sorge hatte, dass ich dasselbe vollbringe wie meine Eltern. Nur, man weiß, wenn man dann älter wird und wenn man bestimmte Stationen durchlebt, die die Eltern schon vorgelebt haben, dass es so 1:1 und nicht so schwarz-weiß ist, wie man sich das als jugendliches Gehirn ausdenkt. Deinem Sohn geht's gut? Klopf mal auf Holz, ja. Es geht ihm gut. 30, also ist kein Kind mehr. Na ja, gut, da hat er schon wieder vielleicht. Er hat schon einiges, glaube ich, einige Etappen hat er jetzt schon besser genommen. Und ging's ihm immer gut? Es ging ihm eigentlich immer gut. So wie ich ihn auch beschreibe, er war eigentlich so ein Little Buddha, so ein strahlendes Wesen. Ja. Sag einmal, als du zum ersten Mal eine Waffe in die Hand genommen hast für die Ermittlerrolle, war das sympathisch? Ich bin ja Wehrdienstverweigerer, verstehst du? Und bin also es war lustig. Ich habe im Tatort ja diese erste Sequenz mit der Waffe dann gedreht und dann Wolfgang Murnberger hat Regie geführt und er hat dann unterbrochen und hat gesagt, entschuldige Adele, aber du hältst die Waffe wie einen Blumenstrauß. Ist schon gut, dass du sie wenigstens nicht gegen dich versehen hast. Ja, um Gottes Willen. Oder auf den Kameramann. Naja, ich habe genug Filme gesehen, insofern war ich gebrieft. Aber ja, also da musste ich noch einmal rangehen. Und dann habe ich einmal mit Harry Krasnitzer zusammen auch bei der SOKO einen solchen Tag, einen Übungstag verbracht. Und da habe ich auch zum ersten Mal dann mit einer geladenen Waffe geschossen. Ich hatte schweißnasse Hände, ich habe gezittert, es war kein gutes Gefühl. Warum? Warum? Weil es so laut ist oder weil das so grauslich ist? So weil einem dann plötzlich bewusst wird, was dieses Ding anrichten kann. Ja. Also mir war das nicht geheuer, muss ich sagen. Also das, ich glaube, werde keine Waffenfetischistin. Ich wollte gerade sagen, den Club der amerikanischen Waffenbesitzer. Scheidet jetzt für mich aus. Ja. Befürchtet. Ja. Sag einmal, jetzt beneiden dich doch die Kollegen beim deutschen Tatort immer wieder um die Freiheit, die hier möglich ist. Hier darf man cheaten, hier darf man trinken. Dafür darf man in Deutschland in einem Tatort einen Porno drehen. Also ist es auch schon eine interessante... Wie die Gewichtung ist, ja genau. Interessant, ja, interessant, gell? Ja, also es war eine Bitte, eine dringende Bitte, die an uns gerichtet wurde. Wir sollten doch bitte uns bewusst sein, dass wir auch hier eine Vorbildfunktion haben und... Tote dürfen wir zeigen, aber wir dürfen keine Trinkenden oder Rauchenden auch angeschnallt im Auto sitzen. Was wir weigern uns einfach. Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Okay. Ich glaube, es engt einen dann ein. Also wir sollten in der Kunst dann doch gewisse Freiheiten haben, die ja jetzt doch nicht so wahnsinnig aufregend sind. Ja, sicher der Richard der Dritte am Pferd nicht anschnallen. Obwohl, das kommt ja eben nicht, das Pferd, nicht. Verdammt. Nein. Bleib bitte hier und meng dich bitte weiter ins Gespräch. Sehr gerne, wenn ich zwischendurch einen Schluck trinke. Ja, aber unbedingt. Zum Wohl. Zum Wohl.
Sven Regener stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, den dann zu unserem patriotischen Jubel Robert Menasse an sich genommen hat. Nicht wie Menasse in Brüssel, sondern in Berlin-Kreuzberg siedelt der gebürtige Bremer seine Milieustudie an, auch wenn mancher Aktionskünstler und Medienmensch österreichischen Migrationshintergrund aufweist. Wie das in den 80er Jahren in Berlin ebenso war. Seine Figuren sieht er als Freunde, Dialoge als Judokämpfe und seine Landsleute als Ingenieursvolk. Ein Porträt zu Beginn. Man muss mindestens ein Problem lösen. Ein Problem am Tag, dann kann man sich zur Not auch wieder hinlegen. Probleme haben die Figuren in Sven Regeners Roman Wiener Straße genügend. Aber sie genießen die Zeit in den 1980er Jahren in Berlin, in der jeder zum Künstler werden kann. Es war in dieser Ära, als Sven Regener erste Platten veröffentlicht. 1985 gründet er die Band Element of Crime, in der er singt, musiziert und die Texte schreibt. Anfang des neuen Jahrtausends gelingt ihm mit seinem Debütroman Herr Lehmann der literarische Durchbruch. Ohne Kunst wird man irre, sagt der 56-jährige gebürtige Bremer. Also folgten über 5 weitere Romane, meist mit vertrautem Personal. Aber auch um die Drehbücher kümmert sich Regener selbst. Heuer war die Verfilmung von Magical Mystery in den Kinos zu sehen. Und damit es nicht langweilig wird, übernahm der Deutsche 2016 die Brüder Grimm-Professur an der Universität Kassel. Nun dürfen wir ihn mit Wiener Straße in seiner geliebten Wiener Stadt begrüßen. Herzlich willkommen, Sven Regener. Herr Regener, wie schön, dass Sie da sind. Womit darf ich Sie denn erfreuen? Wie wäre es mit einem österreichischen Wein, einem Heideboden oder lieber einem Chianti vielleicht? Nein, der Heideboden natürlich. Also, wenn ich schon mal in Österreich bin. Ja, ist ja gut. Also ich kann wie soll er nicht gut sein? Vor allem, wo die Deutschen ein Ingenieursvolk sind, da müssen wir doch was dagegen setzen. Würde ich auch mal sagen, wir haben ja leider keinen Wein in Deutschland. Vielen Dank. Leider nicht. Das ist das Ganze. Das nennt sich nur Wein, was da am Rhein und so rundherum gedeiht und an der Mosel. Wir sind auf gefährlichem Gebiet hier unterwegs. Ja, das befürchte ich auch. Da fragen wir, gehen wir lieber zum Buch vielleicht. Ich erinnere mich ganz gut an diese sonderbare provinzielle Bohème in Kreuzberg in den 80er Jahren. Viele Österreicher waren dann dabei. Da gab es die Paris-Bar und das Exil. Waren das nicht lauter Österreicher, wenn ich mich nicht täusche? Paris-Bar auf jeden Fall. Die wurde vom Österreicher gemacht. Der hat später daneben noch mal das Vienna aufgemacht. Hat der Würtler geheißen? Und er hat dann Pleite gemacht, glaube ich. Ah. Weil das Vienna hat ihm dann irgendwie die Ressourcen entzogen. Das ist dann nicht mehr so gut gelaufen. Die Paris-Bar war legendär, da war ich selten in den 80ern, später öfter, weil ich das mir in den 80ern nicht hätte leisten können. Aber es gab viele Österreicher natürlich in West-Berlin, wie auch nicht. Es gab ja Leute von überall. Das ist ja eigentlich doch so eine Stadt, wo die Leute hinziehen, weil sie Freaks sind und irgendwas auf die Beine stellen wollen. Nicht? Es war auch natürlich ein Fluchtpunkt. Zum Beispiel wesentlich früher, Hermann Nitsch musste nach Berlin auswandern, weil er in Österreich als Wiederholungstäter eingesperrt worden wäre, wenn er wieder eine Aktion gemacht hätte. Ja, ich habe da ein bisschen geschummelt. Ich habe ja diesen Roman geschrieben, Wiener Straße, und da habe ich dann eigentlich viel Personal wieder auflaufen lassen aus einem Roman namens Der kleine Bruder. Da gab es eine Künstlergruppe, die hieß Arschart. Arschart Galerie, Aktionskünstler. Und eigentlich bin ich erst hier, als ich das hier so geplant habe, auf die Idee gekommen, die zu Österreichern zu machen. Ich hatte vorher eigentlich, es gab aber keinen Hinweis in Der kleine Bruder, dass sie keine Österreicher sind. Weil Der kleine Bruder ist ein Buch, das zu dieser Lehmann-Trilogie gehört. Alles ist aus der Sicht von Frank Lehmann geschrieben. Man weiß auch nur das, was er weiß. Und ihm ist es halt nicht aufgefallen. Und hier erklärt sich dann auch, warum. Weil die sich getarnt haben. Weil sie versuchen zu verbergen, dass sie Österreicher sind. Weil sie glauben, dass es wichtig sei. Wegen ihrer Aufenthaltsgenehmigung, aber auch, weil sie es als eine Art von Aktion sehen. Sich sozusagen im Herzen der Finsternis sozusagen zu tarnen und nicht preiszugeben, dass sie Österreicher sind. Obwohl es natürlich am Ende dann doch jeder weiß. Na klar. Ja. Hast du diesen intensiven Unterschied zwischen Österreich und Deutschland in deiner deutschen Theaterzeit miterlebt? Wie ich in den 80ern nach Deutschland kam, immer wieder Castings und so weiter. Sie sind Österreicherin. Als wäre das eine andere Spezies. Ich hatte sprachlich natürlich immer wieder
bin ich an meine Grenzen gestoßen, vor der Kamera natürlich, weil ich gemerkt habe, ah, diese Spontanität habe ich dann so nicht mehr gehabt, natürlich. Mhm. Und mit den vier Frauen kam dann so, oh, jetzt kann ich mein Idiom, mich meines Idioms bedienen. Und das habe ich dann gemerkt, was das an Spektralkraft dann plötzlich hat. Humor, Tempo, alles. Naja, es gibt aber nochmal den Sonderfall Berlin. In Berlin ist es ja nicht so, dass es irgendwie ein Problem ist, Österreich zu sein. Nein, in Berlin ist eigentlich alles egal. Ist wie in New York, weil das ist eine Einwandererstadt, da kann jeder machen, was er will letztendlich. Mhm. Aber das Heimweh ist eben trotzdem da. Ich habe es als Bremer ja auch gehabt. Ich bin 1982 nach Berlin, West-Berlin gekommen und habe die ersten drei Jahre überhaupt nicht verstanden, was diese Leute da machen. Ja. Ich weiß, einerseits war es herrlich, weil es war völlig egal, was ich machte auch. Also ich konnte einfach tun, was ich wollte. Und ich war bei jedem willkommen. Ich konnte überall mitmachen. Das war ja das eine große Zeit auch der Kunst eigentlich in West-Berlin. Und jeder konnte einfach überall mitmachen. Das war ganz herrlich. Ich kam mit der Trompete da an. Und alle riefen nur, ja toll, du spielst Trompete, wir treten in zwei Stunden auf, komm doch mit auf die Bühne, spiel doch einfach mit. Irgendwas, ist doch egal. Ja, habt ihr irgendwelche Songs oder so? Nein, haben wir nicht, wir treten einfach nur auf. Und das war ganz wunderbar. Und gleichzeitig ist es eben so, dass man eben oft in der Konfrontation mit den Leuten gar nicht verstanden hat, warum die so komisch drauf sind und so. Und also man kriegt auch so ein Heimwehgefühl. Und das ist das, glaube ich, warum ich dann letztendlich mich auch mit so einer Figur, das ist mein Ding bei solchen Romanen, dass ich mich am Ende doch mit all diesen Figuren auch identifizieren kann. Mit dem Lehmann mehr als mit allen anderen? Ne, würde ich nicht sagen. Also mit dem Carl Schmitt, ich habe ja einen Roman geschrieben, wo es eigentlich nur aus der Sicht von Carl Schmitt, sogar als Ich-Erzählung, der Magical Mystery und die Rückkehr des Carl Schmitt, gespielt 1995, also deutlich später auch noch als Herr Lehmann, da kann ich mich, mit dem genauso gut identifizieren. Natürlich nicht vollständig, ich bin nicht mit ihm identisch, aber ich verstehe ihn. Und das ist ja wichtig bei Romanfiguren, dass man sie versteht, zumindest als derjenige, der sie erfunden hat und in die Welt schickt. Und ich glaube, dass ich deshalb zum Beispiel diese Leute auch gut verstanden habe, weil dieses Heimwehgefühl, was er da hat, das habe ich auch. Ich mache auch heute noch, nach 35 Jahren Berlin, mache ich noch im Winter 1 bis 2 Grünkohlessen einfach für die Leute, weil das wichtig ist für die Seele. Ja? Und das wird man hier natürlich in Bezug auf Grünkohl jetzt nicht unbedingt verstehen in Österreich, aber für mich ist das ein Grund. Jeder Bremer versteht das. Und das ist das, was hier auch deutlich wird, die Sehnsucht eigentlich, in so eine Stadt zu gehen, in der man sein kann, wie man will, in der auch sozusagen alles anders ist. Und man auch zwei Grenzen, da waren ja auch diese Zonengrenzen, eigentlich hier sogar drei Grenzen zwischen sich und seiner Herkunft, seine Familie, alles umgelegt, deshalb extrem enthemmt agieren kann, was ja zum Beispiel für Aktionskünstler, für Wiener Aktionisten durchaus von Vorteil ist, aber gleichzeitig eben doch auch dieses leichte, dieses Heimweh, das, was immer auch eine Rolle spielen. Und das hat mich eigentlich auch interessiert bei den Leuten. Das sind das alles eigentlich auch recht verlorene Gestalten sind, die sehr auf eine Weise so agieren, das ist schon sehr, sehr absurd teilweise, aber eigentlich nur die Spitze des Eisbergs von Dingen, die ich selber erlebt habe. Insofern fand ich das einfach also inspirierend, mich zu erinnern an diese Zeit, in der so viel möglich war. Warum war diese Stadt, die war ja eingekesselt, das war wirklich ein Druckkochtopf, war ja rundherum. Nein, im Gegenteil, es war kein Drucktopf, es war eine sterbende Stadt. Das war überhaupt kein Druck. Da war überhaupt kein Druck von niemandem in irgendeine Richtung. Wer irgendwie irgendwas konnte und irgendwie was gelernt hatte, ist da weggezogen. Aus Berlin? Das war eine sterbende Stadt mit ganz vielen alten Leuten, die es auch schwer hatten. Mit einer extrem traumatisierten Bevölkerung, die deren Stadt man eigentlich ja dreimal zerstört hat hintereinander. Mhm. Diese Mauerbaugeschichte, das ist ja das, was wir Zugezogenen gar nicht kapiert haben. Wie traurig das war für die Leute und was das für die bedeutet hat. Wir haben es einfach nur als, ja geil, hier Mauerstadt, aufregend, ja, also Kebab-Träume in der Mauerstadt, sage ich nur. Also die ganze Punk- und New Wave- und Neue Deutsche Welle-Geschichte hat ja auf dieses Ding referiert, auf dieses Mauerstadt-Ding und so. Und das ist natürlich im Grunde extrem herzlos auf eine Weise auch gewesen, weil Sie müssen sich vorstellen, das hat ja das Leben von Millionen Menschen zerstört. Auch in West-Berlin. Die haben erstmal vielleicht die ersten 2, 3, 4, 5, 6 Jahre ihre eigenen Geschwister nicht mehr gesehen, weil die dummerweise an dem Abend auf der anderen Seite der Mauer gewesen waren und da auch gemeldet waren. Und das war's dann. Gehen wir doch mal zur Musik einen Moment. Ich habe vor 3 Tagen mit dem Peter Handke telefoniert und habe ihn zu Bob Dylan, zum Nobelpreisträger Bob Dylan, gefragt. Handke hat gesagt, es ist eine Schändung des Lesens gewesen. Bei aller Liebe und Verehrung zu Dylan, der sein Leben verändert hätte, hätte das mit dem
Lesen nichts zu tun und sind Sie Musiker und Schriftsteller. Wie gefällt Ihnen denn der Nobelpreis für den Deal? Mir ist es eigentlich ziemlich egal, ehrlich gesagt. Also ich hab, was den Nobelpreis betrifft, keine besonderen Aktienansprüche oder sonst wie Meinung. No, Entschuldigung, der Deutsche Buchpreis ist schon vielleicht eine Vorstufe. Nein, den habe ich auch nicht bekommen. Also, nee, das ist jetzt mal egal. Nein, das finde ich ist gar nicht schlimm. Ich glaube, Bob Dylan selber wusste ja nicht genau, wie er damit umgehen sollte und hat es eigentlich alles richtig gemacht. Er hat nicht den großen Skandal gemacht und gesagt, ich lehne das ab. Und was ja eigentlich die Wahrheit ist, ja, Rock'n'Roll ist keine Literatur. Es gibt leider keinen Nobelpreis für Rock'n'Roll. Aber meiner Ansicht nach hat natürlich Bob Dylan einfach von dem, was er ist und wie ich ihn liebe, jeden Nobelpreis verdient, auch den für Chemie meinetwegen. Das ist mir eigentlich total egal. Das heißt, ich kann mich darüber nicht aufregen. Aber was ich interessant fand, ist, dass er am Ende, als er diesen Art Rundfunkbeitrag, den er da geschickt hat, als Rede, um den Preis annehmen zu können oder das Geld zu bekommen oder was auch immer, gesagt hat, Songtexte sind nicht wie Literatur. Sie müssen gehört werden, nicht gelesen. Und das von einem, wo ja jede Menge Coffee Table Books erschienen sind mit diesen ganzen Texten, wo man also, aber die ja auch niemand liest. Die Wahrheit ist, wir hören ihn. Und das hat er natürlich genau recht gehabt damit. Und er hat es auch dann nochmal richtig gestellt. Und trotzdem hat er den Preis angenommen, was ich auch richtig finde, weil es wäre für ihn, eigentlich war es eine Zumutung für ihn. Weil er, wie soll er damit umgehen? Soll er das ablehnen? Dann muss er eine riesige Erklärung abgeben. Da wird er tausendmal drauf angesprochen. Soll er da hingehen und sich sagen, ja, danke schön, ich ziehe mir einen Frack an und erzähle euch, halt euch eine lange Vorlesung davon. Das ist auch albern, weil er natürlich genauso gut wusste wie jeder andere, dass Songtexte nicht dafür da sind, gelesen zu werden, sondern gehört zu werden. Da geht es um den Klang. Das Texten von Songs ist eine musikalische Handlung, keine literarische im engeren Sinne. Aber wenn diese Schweden sagen, wir wollen das dem geben, warum soll er das ablehnen? Also warum soll er sie belehren? Warum soll er sie ihnen über den Mund fahren und sagen, nein, mach das nicht? Und er hat es genau richtig gemacht. Er hat abgewartet, lange Zeit nicht angerufen. Dann hat er irgendwie gesagt, na ja, ist schon irgendwie ganz nett. Ja, ist doch nicht schlecht. Er hat dann sich mit den Leuten getroffen, als er sowieso gerade in Stockholm war, was ich auch gut fand. Und dann hat er ihm noch diese Rede geschickt, wo er sehr höflich und freundlich in so einem Nebensatz betont hat, dass man nicht vergessen soll, dass Rockmusik nicht wie Literatur ist. Also dass Songtexte nicht Literatur sind. So ist es. Und jetzt holen wir die Grischka Voss. Bitte sich weiter ins Gespräch zu mengen. Ja, ich werde es mein Bestes tun. Bitte schön. Erinnerungen eines Gauklerkindes lautet der Untertitel, aber Grischka Voss nennt ihre Erinnerungen Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das war der Lieblingssatz ihres Vaters, des 2-Jahrhundert-Schauspielers Gerd Voss, der auch dieser Sendung große Augenblicke geschenkt hat. Die einzige Tochter kam in eine beinahe hermetische Welt der Kunst, studierte Schauspiel in New York, begriff, dass der ihr angebotene einfache Weg unter der Protektion des Vaters nicht der ihre war. Und dann hat sie mit ihrem Mann, der stets am Rand des Existenzminimums experimentiert hat, das Bernhard-Ensemble gegründet. Binnen weniger Monate hat sie dann beide Eltern verloren und dann mit der Ehe auch ihre Existenzgrundlage, ihr Ensemble. Und jetzt? Ein Sohn ist hier geblieben, eine große Zuversicht und ein vielbeachtetes Buch, das auf ein neues Leben verweist. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Grischka Voss. Frau Voss, Stärke, Trotz, Widerstand. Kennen Sie diese Gefühle? Ja. Ja, doch. Immer schon gehabt oder angelernt? Ich glaube, immer schon gehabt. Hätten Sie sich selbst gerne als Freundin? Ja und nein. Also ich glaube, einen Teil von mir hätte ich sehr, sehr gerne als Freundin. Aber ein anderer Teil von mir ist irrsinnig gemein. Also ich würde sagen, ich besitze die Fähigkeit, mich derartig zu zerlegen. Mit der Seite von mir möchte ich nicht mal bekannt sein. Womit sollten Sie aufhören? Mich selber fertig zu machen. Womit sollten Sie anfangen? Ich glaube, ich sollte anfangen, meine eigene Mutter zu sein. Glauben Sie, dass Sie die große Liebe schon getroffen haben? Im Moment ja. Können Sie gut tanzen? Ja, ich tanze. Also Tanzen ist sicher sozusagen eine meiner absoluten Leidenschaften. Das habe ich schon immer gerne getan. Früher eben, also als Kleinkind unten ohne. Heutzutage
Hunden mit, aber es macht mir immer noch Spaß. Bewundern Sie jemanden, der Ihnen eigentlich peinlich ist? Ich definiere das Wort peinlich als eher cool. Also ich würde auch von mir sagen, ich bin sicher mit Abstand der peinlichste Mensch, den ich kenne. Mir passieren auch permanent nur peinliche Sachen. Ja, aber nachdem es immer schon so war, habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu diesem Thema Peinlichkeit. Und insofern finde ich es gar nicht peinlich. Dann geht's peinlich weiter bei Heinz Sichrowski. Hallo Grischka, schön, dass du da bist. Was trinkst denn du? Einen Rotwein vielleicht auch? Einen Heideboden hätte ich. Ja, oder? Einen Chianti oder ein Rivella. Dann bitte den Heideboden. Nein, wie du den Rivella schon anbietest, kann man es ja eigentlich nicht nehmen. Das ist nicht eigentlich auch. Ja. Und auch der und der ein Rivella. Ich kann doch alten, was heißt alten, ich meine lang gedienten Freunden nicht Rivella einfach nahelegen ohne einen Unterton. Das ist richtig, das ist immer Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Du trinkst natürlich... Nein, nie sonst etwas. Glaubst du, wenn ich da alkoholisiert im Dienst... Du weißt, dass das in der Polizei streng verboten ist. Wir trinken. Zum naja, also. Sag, Richka, was ist dein Buch eigentlich? Ist es jetzt eine Hommage an die Eltern oder ist es eine Bewältigung? Weil es war doch eine sehr hermetische Situation. Deine Mutter und dein Vater waren so nahe beieinander. Du hast sogar gesagt, dass du gar nicht richtig reingekommen bist in dieses System manchmal? Mein Buch ist, glaube ich, eine Katastrophenabhandlung in erster Linie und wollte ich schon mit 11 Jahren schreiben, weil ich schon mit 11 Jahren davon überzeugt war, dass ich Katastrophen geradezu magisch anzuziehen scheine, aber sie sehr witzig erzählen kann. Das heißt, ich habe eigentlich mit 11 begonnen, im Kopf permanent immer wenn was Neues wieder sich ereignet hat, das weiter zu erzählen. Und wie ich dann irgendwie, also das hat sich ja dann auch schicksalhaft ergeben, die Chance bekommen habe, von einem Verlag dieses Buch zu schreiben, war das eigentlich nur das Öffnen eines Ventils oder der Motor, warum ich diese Geschichte, also meine Geschichte schreiben wollte, ist eigentlich in erster Linie, weil ich Mut machen möchte, zu überleben. Ja, also sich dem Leben irgendwie trotz allen Wahnsinns. Es gibt einfach Menschen, denen passiert mehr Scheiße als anderen. Und ich habe auch vor allem in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, ich habe immer, wenn was noch Schlimmeres passiert ist, habe ich eigentlich immer gedacht, okay, das ist jetzt, also schlimmer kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden. Gefährlich. Und ich werde diesen bescheuerten Satz sicher nie wieder in meinem ganzen Leben sagen, weil ich ihm dann gesehen habe, es geht immer noch tiefer. Das ist wirklich erstaunlich. Es geht natürlich auch immer höher, aber definitiv auch tiefer. Und und ich finde es halt wichtig, es sich trotzdem aber mit jeder Faser dem Leben hinzugeben. Und ich bin ja auch eine ziemliche Grenzgängerin in jeder Hinsicht. Inwiefern? Jeder. Mhm. Ja, nein, also ich habe mich ja auch immer allem, wie soll ich sagen, geradezu hineingeworfen in Gefahren, in Extreme, auf vielen Ebenen. Das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Und ich finde es aber wichtig, also das Leben wirklich mit jeder Phase durchzumachen. Ja, und das sozusagen, das ist der Hauptgrund, warum ich dieses mit eigentlich etwas jung noch für eine Autobiografie, aber da ich sie ja schon mit 11 schreiben wollte, bin ich jetzt eh schon gereift. Ja, wenn du in jugendlichen Jahren schon fast 4-mal umgekommen wärst, ja. Das ist doch genug Material eigentlich. Ja, ich bin ja auch gespannt, also, ob da noch was dazu kommt, weil ich gehe mal davon aus, da ich Katzen mag, dass ich vielleicht 7-mal überlebe. Ja. Reizt du es aus? Ja. Aber sag, als dein Vater gestorben ist, da hast du selber Todesangst empfunden, schreibst du. Ja. Inwiefern? Es war eigentlich sehr schicksalhaft. Ich habe eigentlich ein Jahr, bevor mein Vater gestorben ist, habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema Todesangst auseinandergesetzt. Also ich habe über das Thema Angst geforscht, weil ich eigentlich in all meinen Theaterprojekten und Stücken widme ich mich also immer einem Lebensthema. Das sind halt, bei mir geht es halt immer um so Hardcore-Themen, Selbstmord,
Aggression, da war es dann eben Todesangst und da habe ich eben sehr lange darüber geforscht und recherchiert und habe dann einen Abend zu diesem Thema gemacht und ich habe damals ein Buch gelesen von dem Yalom, der eben beschrieben hat, dass ganz viele Menschen in der Sekunde, in der ein Elternteil stirbt, plötzlich selber Todesängste entwickeln, weil sie in gewisser Weise jetzt auf der Liste der Nächste sind. Ach so. Und ich dachte mir damals noch, wie ich das gelesen habe, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, verstehe ich gar nicht. Und es war auch sehr schön, weil mein Vater konnte diese Produktion noch sehen. Und wie er dann gestorben ist, habe ich wirklich perverserweise in dieser Nacht überfiel es mich schlagartig auch, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich muss mir morgen sofort 20 Arzttermine ausmachen. Und ich war davon überzeugt, in mir schlummert sicher auch schon längst eine verborgene, schleichende Krankheit. Dann wusste ich, wovon er gesprochen hat. Das ist unglaublich, diese Parallelen. Du hast auch Serienkatastrophen. Ich bin jetzt gerade, ja. Ihr seid Zwillinge in gewisser Weise. Ja, irgendwie mussten wir uns heute begegnen. Ja. Ich bin fasziniert davon, ja. Boah, interessant, was du jetzt sagst, über dieses der Nächste an der Reihe zu sein. Das habe ich sehr, sehr stark empfunden. Ich bin auch so eine starke Raucherin wie meine Mutter und habe langsam das Gefühl, ich werde genauso wie Sie verenden und das ziemlich bald, wenn ich so weiter rauche. Gut, das ist das Einzige, wo ich so eine Parallele sehe. Aber im Moment fühle ich mich mehr von der Lebenslust und von der Energie geleitet als von dem Zwang, Ihnen jetzt nachzufolgen. Sagen wir mal so. Das wäre auch schade. Das ist ja nicht jetzt darum. Das ist ja nicht unbedingt ein Zwang oder so, aber ich denke mal, dass einem das zumindest, dass einem das stark zu denken gibt, liegt auf der Hand. Also es ist auch rein physisch. Also bei den Trauerfeiern sitzt man in der ersten Reihe. Ja. Die in der ersten Reihe, da schiebt sich von hinten immer weiter nach. Die in der ersten Reihe sind die Nächsten. Das ist nun mal so. Ja. Und das ist, ich denke mal, ja, dass viele Leute, die meisten Leute denken ja schon, haben wir schon vorher mal Zeiten, wo sie noch intensiver sich mit dem Tod beschäftigen. Aber für manche Leute ist es auch so, dass es da erst so richtig akut wird, weil man das vorher doch eher auf so einer abstrakten Ebene tut. Nicht? Solange die Eltern leben, weiß man, die stehen noch zwischen einem und dem Tod irgendwie. Das stimmt zwar nicht immer, manchmal ist es nämlich nicht so, das ist dann extrem tragisch, aber letztendlich ist es natürlich vom Gefühl her so. Und plötzlich ist dieser Schutz, so, den man so empfunden hat, ist völlig weg. Wie war es denn bei Ihnen mit solchen Katastrophenbewältigungen? Mein Vater ist 1998 gestorben und das hat tatsächlich mein Leben durchaus verändert, ja sicher. Das war sehr, sehr, sehr einschneidend. Und ich habe danach auch mein Leben auch auf eine Weise auch sehr verändert. Also, weil ich schon merkte, dass man nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hat. Als deine Mutter so knapp deinem Vater hinterher gestorben ist, da warst doch du und da war der Emil, dein Sohn. Ich habe ja immer gesagt, du hast eine Tochter, du hast einen Enkel, die brauchen dich doch. Und sie hat immer gesagt, ja, aber ich kann nicht mehr. Und hat dich das nicht auch empört oder gestört? Also empört ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat mich natürlich sehr traurig gemacht, weil ich mir natürlich gewünscht hätte, sie wäre noch länger bei mir geblieben. Und ich habe ja auch wirklich massiv darum gekämpft, sie irgendwie im Leben zu halten. In den letzten Wochen, wie sie dann im Krankenhaus war, musste ich schon mir eingestehen, dass ich diesen Kampf verloren habe und auch nicht gewinnen konnte. Und ja, natürlich hat mich das sehr traurig gemacht. Aber ich glaube, meine Eltern hatten halt irgendwie so eine ganz eigene extreme Beziehung miteinander, das sichtlich wie bei diesen, wie heißen diese ganz kleinen Singvögelchen, die sind auch so Liebesvögel. Ja, die haben, also Kolibris. Nein, die, wie heißen die?
meine Eltern hatten solche, wie sie ganz frisch verliebt waren. Fällt ihr Name nicht? Nein, so kleine. Und die sind so, nein, die sind so extrem in ihrer Beziehung, dass wenn das eine stirbt, dann stirbt das andere auch gleich. Und irgendwo, denke ich mal, war das sichtlich bei meinen Eltern, wollte oder musste so sein. Ja. Jetzt sagen wir zu einem optimistischeren Schluss etwas. Wie bewahrst du den Emil davor, dass er nicht Angst vor Katastrophen bekommt, dass er nicht den Eindruck hat, das Schicksal ist so ein Sog? Also ich glaube, mein Sohn hat es jetzt sehr gebrannt und hat auch jetzt, finde ich, schon sehr viel von meinem kranken schwarzen Humor mitbekommen. Also ich denke mal, dass mein Lebensziel ist es überhaupt, eigentlich über alles irgendwann lachen zu können. Also, und ich denke mal, dass was man vorlebt oder wie man mit den Sachen umgeht, ich denke, man kann ja Kindern nur was vorleben, man kann ihnen alles erzählen. Sie glauben es nicht. Ich habe ja auch nie irgendwas geglaubt, was mir meine Eltern erzählt haben. Also man kann das nur versuchen vorzuleben. Und wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ja. Das hast du auch geglaubt? Ja, also ich habe ja diesen Satz, den hat mein Vater mir mal aufgeschrieben, vor einer Premiere, die mir sehr wichtig war. Und der ist ja nicht von ihm, ich weiß gar nicht, wer diesen Satz ursprünglich geschrieben hat. Aber es stimmt schon, also es ist auf jeden Fall wert zu kämpfen. Auch wenn man dann wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dann erkennen muss, dass die Schlacht einfach geschlagen ist und es Zeit ist, nach Hause zu ziehen mit dem verbeulten Harnisch. Aber es ist immer wert zu kämpfen, ja. Ich danke euch, meine Lieben. Das war doch ein wunderschönes Gespräch. Das war großartig. Ne? Auch ein schöner Schluss. Und jetzt wenden wir uns noch den Neuigkeiten aus der Welt der Literatur zu. Alpha Literaturpreis vergeben. Drei Finalistinnen zitterten dem Alpha Literaturpreis entgegen. Gewonnen hat die Jüngste im Bunde. Die erst 22-jährige Marie-Louise Lehner konnte die Jury überzeugen. Fliegenpilze aus Kork erzählt von der Beziehung einer Tochter zu ihrem Vater, die von Bewunderung und Liebe, wie auch von Unverständnis und Scham geprägt ist. Was macht eine gute Kindheit aus? Wichtig ist Liebe, die gibt es im Buch auch. Und auch ein Ernstnehmen von den Kindern. Also ich habe sehr, sehr frühe Kindheitserinnerungen. Also das ist schon mit eingeflossen in den Text auch. Scham zu empfinden ist schwierig, das wissen wir alle. Über Scham zu sprechen erst recht. Marie-Louise Lehner gelingt es in einer Form, die auf jede Denunziation verzichtet, erklärte Jurymitglied Paulus Hochgatterer in seiner Laudatio. Was ist essentiell in unserer Kindheit? Es gibt in Wahrheit einen prognostisch wirklich wichtigen Faktor für das Aufwachsen eines Kindes. Und das ist die Frage, ob es so etwas gibt im Leben des Kindes, dass man one caring person nennt. Das heißt, eine Person, die sich wirklich kümmert um das Kind. Wenn es so eine Person gibt im Leben eines Kindes, ist alles gut. Wir gratulieren Marie-Louise Lehner recht herzlich. Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich verweise nun mit liebevollem Nachdruck auf eine Veranstaltung an unserem geschätzten Drehort, dem 48er Tandler in Wien. Am 30. November findet hier zwischen 18 und 20 Uhr das erste After-Work-Shopping statt, auch mit ORF3-Beteiligung. Zu erwerben gibt es wie immer feinste Ware aus zweiter Hand und natürlich Bücher. Und das bringt mich zu meinem persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Der Trinker von Hans Fallada, die von der ersten bis zur letzten Seite fesselnde Untergangsstudie eines bürgerlichen Unternehmers, geschrieben 1944 in einem deutschen Gefängnis, in das Fallada nach tätlichen Angriffen auf seine Frau im Gefolge seiner eigenen Trunksucht eingewiesen worden war. Zu diesem Werk meine Quizfrage. Die Titelrolle in einer Verfilmung, die hat ein 2005 verstorbener, einst allgegenwärtiger deutscher Entertainer, Sänger und Schauspieler gespielt. Er hat mit seinem Alkoholismus über Jahrzehnte eine Art Kult getrieben, bis er sich in die Berufsunfähigkeit und ein trauriges Sterben manövriert hatte. Wie ist sein Name?
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Adele Neuhauser gefertigt hat. Das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Und ich sehe genau, eingesagt. In Berlin bin ich weltberühmt. Mein Papa war Mathematikprofessor, ich höre wirklich.